Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Du schon wieder. Heute haben Sie im Training wirklich alles gegeben. Testen Sie neue Komponenten? Erstmal werden die Zeiten vorgelesen. Unsere Bestzeit im Training eine 1:26.836 auf den roten und bei Alonso auf den gelben 28.259. Und das ist schon eine ordentliche Zeit. 6 Zehntel liegen zwischen den Reifenfarben, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Qualifying aus Suzuka. 4 Euro-Paket investiert, ich kann einfach nicht genug vom Schnurren des Motors bekommen. Es ist wichtig, dass wir so viel Zeit wie möglich auf der Strecke haben. Wir führen Belastungstests durch. Im Training waren Sie richtig schnell. Werden wir im Qualifying ähnliche Zeiten zu sehen bekommen? Ja, dem Wagen gefällt es hier. Ja, also ich reize die Grenzen des Wagens aus und deshalb sollten wir auch im Qualifying gut abschneiden. Wir haben noch immer denselben Motor, also ja, natürlich, wir haben genau den richtigen Abtrieb. Wir sollten etwas ganz Besonderes zu sehen bekommen. Danke für den Kommentar. Bitteschön, wenn noch etwas später. Eigentlich hätte ich wieder so im Interviewsinne Dankeschön sagen müssen für, dass man sich für mich Zeit genommen hat, um mich zu fragen, ja, wie war es denn so? Interesse zeigen. Über 2000 Ressourcenpunkte auf Halde. So, Jeff oder Karl, gibt's jetzt ein Wetter? Emma sagt wieder viel Glück und Jeff sagt, hier hast du dein Wetter. Im Rennen dann überwiegend nass und im Qualifying noch trocken, wenn es nicht aus der Wolke mal herausregnet. Gut, dann sind wir soweit bereit und es kann losgehen. Willkommen in Japan. Wir sind in einem Vergnügungspark, ein Riesenrad, eine Achterbahn und eine der besten Rennstrecken der Welt. Das heutige Qualifying sollte jeden Augenblick beginnen. Also, Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Haben wir da schon den baldigen Pausetter gesehen? Also ich meine Alonso. Autoeinstellungen kontrollieren bzw. hier Sprit noch anpassen. 8,6 genau. 9,9 die Fahrzeughöhe und Vorderrad-Bremskraftverteilung minimal angepasst. Und hat sich jetzt auch nicht schlecht angefühlt, sogar eher ein Hauch besser. Gut, dann sind wir bereit. Fertig, bereit. Allzeit bereit. Aber natürlich. Na, wer kennt die beiden? Ich sag jetzt mal Zitate. Ich sag nur, das allererste Stronghold von den Lanzenträgern, die sagen das zum Beispiel, wenn du die irgendwo hinschickst. Allzeit bereit, aber natürlich mit Vergnügen. Jeff, sei leise. Ist angekommen. Wobei es könnte regnen, na egal. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Oder was sagt ihr mit Vergnügen? Sehr wohl, mein Herr, sagte, glaube ich, noch der Herr Lanzenträger, oder? Wie war denn das mit dem Vergnügen nochmal wortgenau? Mit Vergnügen. Ich glaube so. Ja, ich glaube schon. Na, ja, wird auch mal Zeit, dieses Spiel wieder zu spielen. Nee, drehen mich eigentlich nicht, aber hey, jetzt muss ich den vorbeilassen. Jetzt haben wir einen Williams vor der Nase. Super!
Hinten kommt gleich der nächste. Das ist, glaube ich, ein Mercedes. Wetterbericht. Denn etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Na dann mal los. Mist, zu spät gebremst. Da gibt's eine Verwarnung für einen A7-Zeitverlust. Puh, da muss ich vom Gas gehen, ansonsten wäre ich da abgeflogen. Gut, die Runde wird noch nicht die schnellste sein. Wenn doch, wäre das kacke. Science auf der 1. Nächsten Hauch zu weit in. Abstand zum Vordermann passt noch. Für die nächste Runde aus, er macht massiv langsam. Das kann ich ja vorher nicht wissen. Oder ich nehme jetzt Gas raus und dann werde ich genau am deswegen ungünstigsten Punkt sein, um ihn zu überholen, beziehungsweise wenn ich auflaufe. Also man fährt einfach doch los. Das ist einfach das Einfachste. Nur Dritter. Halbe Sekunde jetzt schon aufgeholt. Schön früher Vollgas und noch links den Randstein mitgenommen und trotzdem nicht von Vollgas weggehen müssen. Jetzt darf der Vordermann bloß nicht zu nahe kommen, ich darf nicht zu sehr ins Kies fahren. Mist, 2000. Ach ja, hoi. Nicht das Qualifying beenden. So rollen lassen, damit die Ideallinie frei wird. Jetzt bin ich immerhin den Williams los. Oh, kann ich ein bisschen angucken? Ist bestimmt schon zu spät, oder? Nein, geil. So, hab noch mal nachgeguckt, nicht, dass ich jetzt eine Rückblende mache. Ich will das abspielen. Und sogar noch angedotzt. Gerade noch so die Kurve bekommen, wir hätten auch nach links abbiegen können. Na gut, weiter geht's. Reifen jetzt mal richtig aufgewärmt. Jetzt macht er langsam, okay, dann gebe ich Gas. Alle Reifen im dreistelligen Wertbereich. Oh, etwas zu warm. Ich merk's. Eieiei, wow, das hätte das Qualifying gleich zu Ende bedeuten können. Aus, vorbei, so. Na, die Runde kann ich knicken, weil jetzt kommt ja auch jemand beschissen raus, nur weil ich da den Ausgang nicht gut hinbekommen habe.
Also noch meine Reifen abkühlen. Ich lasse den Renault einfach mal vorbei. Sicher ist sicher. Kommt schon Toro Rosso an. Dann ist es Platz machen. Hier außen hätte ich noch Platz lassen können. Ich fahre einfach relativ schnell durch und lasse jetzt einfach mal vorbei die nächsten drei. Und zwar nach der ersten Gegner. Okay. Hinterreifen haben sich auch abgekühlt, bloß der vorne links ist noch über 100 Grad, beziehungsweise genau 100 Grad warm. Jetzt kann ich nur hoffen, dass da vorne keine Kettenreaktion stattfindet, weil sich einer langsam verhält, dass da alle langsam werden. Schade, die Runde war an sich so gut. Bei der Spitzkehre habe ich schon etwas nicht verloren, aber dann hier hinten war es dann aus. Die Spuren noch da sind von gerade eben. Gucken, ob ihr was sehen kann. Ne, sieht nicht danach aus. So ein Toro Rosso und Ferrari hinter uns, aber noch relativ weit weg. Die Reifen bedeuten kühler. Da ist noch feine Runde. Langsamer als letzte Runde. Mist, 2000. Reifen haben gequietscht, aber das war genau richtig. Das war nicht zu langsam, nicht zu schnell. Jetzt kann nur noch die Schikane dazwischen funken. Keine 25er, 26,5. Ich probiere noch eine Runde. Jetzt zwei denn. Das kostet Schwung. Oh, das wird was dafür ansteigen. 2000. Aber hier passt. Na, nicht mehr genau. Mist. Nein, 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 nein. Die Nase geht schon, aber nicht. Selbst die bleibt ganz. Aber auf keinen Fall die Radaufhängung. Gut, ich mach Schluss in Q1. Besser ist das. Nächstes Q2 ist ein neues Q. So, den lasse ich noch vorbei. Ach, der Teamkollege. Ist die Nase wirklich ganz geblieben? Sieht so aus. Chef wohl zu den ganzen Ausflügen sagt. Das Qualifying hätte schon dreimal zu Ende sein können. Ausgang Löffel, Boxen, Mauer und jetzt hier Dunlop. Schnellste Runde insgesamt. Die schnellste Runde bis jetzt lag bei 1 Minute 26,3. Zwei Zehntel vor uns. Start aus dem Kollegen, der fährt wohl gerade erst. Was? Okay. 26,3? Ja? Ach, dann ist Alonso auf der 1. Startest du, Kollege? Fernando derzeit auf P1. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 26,3. Und Fahrer vor mir?
Sainz liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:26,4. Update Session. Also, knapp geht doch. Vor uns in dieser Session sind im Moment Alonso und Sainz. Hinter uns sind Ricardo, Perez und Hülkenberg. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1:26,3. Der Hülke ist auch schon gefahren und da sind die Leute auf einmal draußen. Plopp. 26,5, die gilt es zu schlagen. Jetzt muss ich mir schon Gedanken machen, mit welchen Reifen ich starte. Wieso immer in gleich Q2. Aber es geht darum, dass wir bestenfalls nicht extra reinkommen und von trocken auf trocken wechseln. Also ich bin in der ersten Saison 13 Runden auf den roten gefahren. In der zweiten Saison waren es dann nur 11 und in der Saison davor waren es 12. Also 12 Runden auf Rot, das geht schon mit frischen Roten, aber 27 Runden haben wir. Es wird auf jeden Fall vor der Hälfte anfangen zu regnen. Könnte man schon die Roten nehmen. Mit den Gelben wäre man ganz sicher. Aber wenn man mit den Roten auch wunderbar hinkommen würde, wäre das verschenkt. Nämlich verschenkte Rundenzeiten. Weil Rot schnellere Reifen. Ist nicht einfach. Sektor 1, unser Sektor. Wundert mich nicht, aber da muss noch mehr drin sein gegenüber Alonso. Mittelsektor minimal auf Alonso verloren und im letzten Sektor gute 3/10. Zum Weiterkommen reicht aktuell eine 1:27,3. Also mit einer 26er sollte ich auf den Roten schneller sein, wenn ich die Roten fahren würde. Das Blöde ist, das Wetter ist jetzt hier etwas ungenau, aber die ersten drei Wolken waren trocken, dann wurde es nass. Wenn es dann doch heißt, wir müssen von Rot auf nochmal Rot wechseln, wäre das ärgerlich. Gehe ich lieber auf Nummer sicher und nehme damit auf jeden Fall einen Zeitverlust in Kauf, um einfach der Sicherheit, um des Sicherheits willen. Damit ich auf jeden Fall mit einem Boxenstopp rechnen kann, bis wir die Inters aufziehen. Also wenn wir die Inters aufziehen mit einem Stopp, nicht schon zwei. Also 27,3 und aktuell 26,5. Science of the 1 und das selbst erfahren, nicht gescriptet. Die ersten vier, das sind die gelben und die orangen Autos. Beide Ferrari sind schon mal weiter. Und Bottas auf den gelben sogar. Das schafft er immer noch. Ausgeschieden Pierre Gasly, Grosjean, Magnussen, Hartley, Sirotkin und Stroll. Vor seinem Teamkollegen, der Sirotkin. Na, der holt ja wohl bei Punkte. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich versuch's erstmal auf den gelben. Ich hoffe, es regnet nicht gleich. Dann gucke ich mir erstmal die Zeit an, dann kann ich immer noch entscheiden. Also Entscheidung vertagt. Was du jetzt verschieben kannst auf später, das verschiebe auf später. Da kann ich aber auch locker zwei, wenn nicht sogar drei Runden fahren, um auf jeden Fall Temperatur reinzubekommen. Alles fertig. Bloß in Q2 ausscheiden wäre jetzt richtig kacke. Das wäre noch schlimmer als wir hätten rote Reifen im Rennen fahren können. Ohne zu stoppen. Bis zu den Inters. Jetzt sehe ich erstmal zu, eine 26 mit den gelben zu fahren. Dann mache ich es mir zwar nicht einfach mit der Entscheidung. Chef, sehr leise. Bestätige. Wenn ich zum Beispiel mit den gelben nur eine 27,5 fahren würde, würde ich nochmal auf den roten rausfahren müssen. Oder nochmal gelbe fahren. Wetterbericht. Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten.
Okay, mit dem Wetterumschwung müssen wir jetzt nicht rechnen. Macht's etwas einfacher. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störung. Das sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Gucken, wie ich mit diesen gelben Pneus zurechtkommen werde. Als ein 26er wäre schon traumhaft. Eigentlich müsste ich mit den Reifen 27.1 oder 2 fahren. Auf meine Q1-Zeit bezogen, aber vielleicht fahre ich jetzt schneller und besser. Hinter uns ein Torosso. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Mann, will man schwungeln, dann kommt der Wagen rum. Aus der Box kommt erstmal niemand. Muss vom Gas gehen, das wird sonst nix. Schön reingekommen. Draußen. Siebenundzwanzig-null, schade, keine 26, aber ich gebe noch eine Runde drauf. Die Fahrt nach vorne sieht auch gut aus, die freie Fahrt. Die Reifen sind jetzt etwas besser temperiert. Jetzt darf ich es bloß nicht verkacken. Schwung konnte ich diesmal mitnehmen. Fahrt da vorne bitte schnell genug. Mist, Zeit verloren, da war ich vorhin schneller. Mist, wieder Zeit verloren. Die Schikane muss jetzt schneller werden. 14 Zehntel, Tausendstel muss ich schneller fahren. Jawohl. 26,8, damit kann ich leben, das wird schon reichen. 13 langsamer als ein Q1. Und nicht so viel gedreht. Beziehungsweise der Wagen weggeworfen. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1,26,2. 6 Zehntel schneller, wenn wir die Reifen nur wechseln, dann sind wir im Grunde genauso schnell. Da kommt ein Red Bull an. Muss Gas geben. Wenn ich nicht behindern will. Alonso jetzt vor uns. Fahrer vor mir. Fernando vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 26,7. Nur eine Zehntel vor uns mit 6 Zehntel schnelleren Reifen. Vielleicht ist er noch nicht das Maximum gefahren, aber es ist schon mal gut.
für uns. Ich werde es jetzt einfach mal riskieren. Also was heißt riskieren? Ich werde es einfach machen. Ich fahre mit den Gelben das Rennen dann. Und wir können uns sicher sein, wir können die Reifen richtig ausquetschen und wir können uns auch sicher sein, wir werden uns gar keine Gedanken machen müssen. Oh, haushalten, haushalten, haushalten. Ich will nicht reinkommen, bevor es nicht Inters Zeit ist. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Update Session. Okay, von den Autos sind folgende vor uns. Sainz, Perez und Alonso. Und wir sind vor Hamilton, Leclerc und Ricardo. Die schnellste Runde bis jetzt lag bei 1,26,2. Na Alonso, jetzt musst du warten. Da ist die Nase seines McLarens. Auch wenn ich den Regen grundsätzlich mag, das werde ich halt im Rennen dann später vermissen. Ans absolute Limit gehen. Gut, das werde ich schon im Regenrennen dann auch können, aber ich meine, was das Rundenzeitmögliche betrifft, an das Maximum gehen. Jetzt mal witterungsunabhängig. Ich kann natürlich auch auf nasser Strecke ans Rundenzeitlimit gehen, aber ich meine, das ist vielleicht etwas genauer, ans Kurvengeschwindigkeitenlimit. Gut, das könnte ich unten lassen auch, aber ich jetzt auch. So, jetzt will ich mal die Sektoren vergleichen. Eher mit Alonso als mit Hülkenberg, denn der ist zu schnell. Im ersten Sektor, wo wir die viel langsameren Reifen haben, 4 Zehntel schneller. Im Mittelsektor ist er dafür 3 Zehntel schneller und im letzten Sektor ist er nochmal etwas mehr als 1 Zehntel, fast schon 2 Zehntel schneller. Wenn wir derzeit rausfliegen würden, boah, da fährt die Konkurrenz auf einmal eine halbe, 5, 6 Zehntel schneller. Eine halbe Sekunde, 5, 6 Zehntel. Gelbe Reifen auch bei Ricardo. Der ist nur 4 Zehntel hinter uns. Also müssten wir theoretisch noch schneller fahren, aber Alonso ebenso, denn wir fahren fast so schnell auf gelben wie er auf roten. Mal gucken, ob wir jetzt rausputzeln. 4,5 Minuten. Sektor 1 gehört immer noch uns. Alonso fährt nochmal raus. Und wir bleiben Fünfter, wie es aussieht. Jawohl. Und auch Ricardo wird auf den Gelben starten. Ausgeschieden Ericsson, Verstappen, Raikön, Vettel und Gasly. Ich sage Raikön, das heißt eigentlich Kimi. Gut. Also ich kann mir sicher sein, ich werde im ersten Stint ans Limit gehen können, ohne jetzt irgendwie auf die Reifen zu achten, weil ich nicht zweimal Trockenreifen vom Regen drauf haben möchte. Womöglich sind die roten optimal, aber da gehe ich einfach mal auf Nummer sicher. Bei 20 Punkten Vorsprung der WM kann das nicht schaden, zumal es jetzt keine fatale Entscheidung ist, die uns das Rennen komplett versauen wird. Vielleicht ein paar Plätze, weil ich jetzt mich dann schwieriger tue, aber das schaue ich einfach mal. Wenn ich mich jetzt auf die 1 setze, dann wäre es natürlich gelöst, das Problem. Wobei, im Rennen müsste ich mich verteidigen. Wir glauben, aber hey. Dass es bald zu regnen beginnen wird. Oh. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie sich die Bedingungen ändern. Danke für die Ansage, Jeff. Ja, so. Q3-Reifen hätte ich ganz gerne noch. Wo gehe ich denn gerade hin? Sobald du bereit bist. Allzeit bereit. Sehr wohl, mein Herr. Ziel angepeilt. Ah ne, das waren die Bogenschützen aus Stronghold. Jeff, sei leise. Alles klar. Wetterbericht. 5 Minuten bis zum erwarteten Regen. 5 Minuten
bis zum Regen. Am schnellsten kommt. Also werden wir womöglich 2 Runden drehen können, das ist schön. In der 2. Runde sind die Reifen dann wärmer und ich bin hoffentlich auch auf der Höhe. Da saust aber ein Helikopter von links nach rechts. Der Hintermann wird auf jeden Fall hinter uns bleiben, wenn ich den Wagen jetzt nicht wegwerfe. Wetterbericht. Sieht so aus, als käme der Regen. Wir erwarten ihn in etwa 5 Minuten. 5 Minuten bis zum Regen. Nicht jeden Moment oder so, noch mit Zeitangabe. Wäre natürlich traumhaft, wenn ich jetzt eine 25er drehen würde. So, jetzt nicht den Wagen wieder beim Ausgang verreißen. Nicht, dass der Hintermann uns jetzt noch überholt. Mit der Windschatten. Hält ganz gut mit, der Typ. Wenn ich den anderen Ernährungsfall so wahrgenommen habe. Oh. Und den kann ich also knicken. Party trotzdem noch schnell zu Ende. Jetzt wird sich die Mercedes richtig ärgern. Ich werde ihn vorbeilassen nach der Spitzkehre. Der würde mich auf irgendeiner Geraden so oder so überholen. Vom Löffel lasse ich ihn vorbei. So, schon mal nach links orientieren. Schmutz wollte ich jetzt nicht zwingend fahren, aber das wird schon bis zur schnellen Runde. Ich hatte die erste Runde schon mal verworfen. Letzter Bericht. Regen steht unmittelbar bevor. Regen steht unmittelbar bevor. Wenn es jetzt zu früh regnet, ach man. Der Mercedes muss jetzt auch Gas geben. Da warten ernsthaft noch welche in der Box. Na dann, ein Renault sogar dabei. Gute Nacht. Ganz leicht gequetscht. Der Mercedes scheint optimal zu weit vorne zu sein zum Aufhalten. Hier gibt er noch minimal Windschatten. Auf der Geraden werde ich ihn eh nicht überholen. Ich hoffe, in der Schikane ist er nicht zu langsam. Der gibt jetzt schön Windschatten. Oh, hier gibt es zu viel Windschatten. Aber er macht gut Platz. Dankeschön. Da hat die Reifen ein paar da mitgenommen. Neun. Schön. Solange wir noch fahren können, probiere ich es noch. Sprit macht das mit. Mist. Da hatte ich jetzt schönen Vorsprung, der ist immer noch da, aber nicht mehr so schön. Hier habe ich auch schon verloren. Jetzt habe ich Rückstand.
Ja, es tröpfelt schon, das sieht man deutlich. Es fehlt mir auf der geraden Windschatten. Das merke ich hier deutlich. Eine Runde geht noch, sprittechnisch. Gefühlt ist die Strecke schon rutschiger geworden. Ja. Da geht nichts mehr. Aber aktuell haben wir die 1. Es wird das Wetter schlechter, also sollten wir nicht mehr davon verdrängt werden können. Fahrer hinter mir. Fernando liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 26,3. Oh, 0,4. Das ist schon ordentlich. Gut, wir werden auf den gelben fahren. Heißt, wir werden durchaus auf den geraden Ärger bekommen. Aber besser kann es nicht passieren mit den gelben Reifen. Wenn ich von der 1 aus starten würde. Noch konjunktiv, noch starten wir nicht von der 1 aus, aber die Strecke wird schlechter. Das kann nicht mit rechten Ding zugehen, wenn das sich da jetzt noch irgendwas drehen würde. Aber wenn schon gelbe Reifen dann Leute aufhalten können, und die nicht davonziehen lassen, das wäre ideal. Boxenstopp. Status Konkurrent. Carlos ist auf P3. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,26,6. Oh, 0,7. Update Session. Du führst das Feld an. P1. Hinter uns sind Alonso, Sainz und Perez. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 25,9. Ach, das Qualifying beginnt schon mal sehr gut. Das Rennen kann auch richtig herausfordernd werden, eben mit dem Wetterwechsel. Das wird bestimmt auch richtig herausfordernd werden. Schon mal gut, dass wir eine gute Grundlage gelegt haben. Da muss ich doch gleich mal Sektoren gucken. Also der Mercedes hat durchaus geholfen. Er hat mich im Grunde gar nicht behindert. Zwar mal ganz kurz irritiert vor 130R, ob er mich noch vorbeilässt oder nicht, aber er hat voll korrekt Platz gemacht. Oh, Leclerc im letzten Sektor der schnellste. Mit einer 15er. Alonso ist schon 0,2 dahinter. Ist Leclerc einfach sehr früh die Zeit da gefahren? Im ersten Sektor? Was? Praktisch zeitgleich? Der war aber halt im Mittelsektor auf einmal 0,2 schneller als mein Teamkollege. Aber im ersten Sektor praktisch gar nichts gewonnen auf Alonso. Gut, ich habe ja noch in den Versuchen danach, nach der schnellsten Runde im ersten Sektor, auch bei diesen schlechteren Bedingungen, einen Vorteil gehabt, einen Zeitvorteil auf meiner Bestzeit. Da liegt schon noch was. Na, letztendlich liegen wir auf der 1 und das kann Alonso auch nicht mehr drehen, dafür ist die Strecke einfach zu nass. Der fährt noch aber... Position 10. 1,25, das ist gerade mal am Löffel. Gucken, was die Mittelsektorzeit sagt. Schon eine 40er. Ja, kann er knicken. Temporadar 5. 25,9, Hülkenberg. Komm, streck dich. Ach, er fährt rein. Er fährt eh nicht schneller. Und er den Wagen wegwirft, sagt er sich. Obwohl das Ründchen gleich vorbei ist, gibt er auf. Ja, seine Mittelsektorzeit war auch was ganz anderes.
Jetzt gerade 41, hier noch 39. So, Spiel, willst du noch was verschieben? Gerade ist die Strecke frei, 0 von 10 auf der Strecke. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Der Eismann, Alonso und Carlos Sainz Jr. Die Startaufstellung steht also fest, jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Und ich führe die Reihenfolge mal weiter. Perez auf der 4 hat seinen Teamkollegen deutlich geschlagen, über eine Sekunde aufgebrummt. Bottas auch deutlich vor seinem Teamkollegen. Das sind, ja, gute 10 Zehntel. Man sagt auch im Volksmund eine Sekunde. Dann Leclerc auf der 6, das ist ein richtig starker Startplatz. Vor beiden Ferrari, vor einem Force India, und die Force India sind ja gut. Ricciardo auf der 7, dann Ocon, Hamilton und Hülkenberg nur auf der 10. Na, bin ja mal gespannt, wo das Rennen beenden wird. Kann natürlich dennoch für ihn ganz weit nach vorne gehen. Für uns kann es nicht mehr ganz weit nach vorne gehen, denn wir stehen ja schon ganz vorne. Der erste Stint wird mit härteren Reifen knackig werden und im Nassen wird es nicht großartig anders sein, weil nass, und das macht es herausfordernd. Wenn wir Glück haben, dann macht die Konkurrenz einen Stop mehr, so wie in Singapur, nur diesmal mit 2 Satz Trockenreifen. Das wird aber, denke ich, nicht passieren. Aber mal abwarten. Q1, das war so ein Ausloten von Grenzen, wie oft es da mit uns rumging. Das muss im Rennen besser laufen. Ging ja auch dann in Q2, Q3 besser. Aber schauen wir mal und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.